Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Wenn du selber sagst, ich weiß gerade nicht weiter, wirklich nicht, kann es zu mehr Commitment führen. Verletzlichkeit verbindet, Offenheit verbindet oder wie ich immer sage, Offenheit gewinnt. Andrea-Patzelt.com. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Wenn du Teams führst, also wenn du Mitarbeiter hast, wie kommunizierst du klar, wie kommunizierst du wertschätzend auch in heiklen Situationen? Zum Beispiel auch jetzt in Zeiten der Corona-Krise, wo im Moment niemand so genau weiß, wo die Reise hingeht. Wie kommunizierst du in der Krise? Darüber spreche ich jetzt mit Frank Asmus. Frank Asmus ist Coach für Vorstände, für Geschäftsführer und für Unternehmer. Er gehört zu den Top 100 Rednern für Kommunikation in Deutschland und er lehrt seit über 25 Jahren an Schulen und Universitäten. Frank Asmus ist ein absoluter Experte für Führungskommunikation, für strategische Führungskommunikation. Er arbeitet mit Firmenchefs und mit Entscheidern daran, wie sie glaubwürdig kommunizieren und damit ihre Unternehmen erfolgreich führen. Frank Asmus sagt, Führungskräfte handeln immer durch ihre Kommunikation. Und wie er das genau meint und wie das geht, darüber sprechen wir jetzt hier im Premium Jobs Podcast. Lass uns loslegen, lieber Frank. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Sag Frank, wo erwische ich dich gerade? In Berlin bin ich gerade. Ja. Ich sitze hier gerade im Haus. Wir haben da so ein Townhouse, unten sind die Kinder, machen gerade Homeschooling, ja, das ist ja gerade so. Und ich bin gerade in Berlin, mache morgens immer erstmal Sport, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, ja. Warum ich das wichtig finde in der heutigen Zeit, gerade auch für Führungspersonen. Ja, uns geht's, viele sind gerade, haben vielleicht gesundheitliche Schwierigkeiten, vielleicht hat auch jemand auch schon jemanden verloren, den er liebt. Und vielleicht hat auch jemand finanzielle Schwierigkeiten. Glücklicherweise trifft das auf uns nicht zu. Das heißt, wir können als Familie im Augenblick diese Zeit sehr, sehr toll genießen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich als Unternehmer sehr früh gelernt habe, von so herausragenden Companies wie Apple oder führenden Hidden Champions einfach vorzusorgen. Mhm. Also wir sind sehr schlank aufgestellt einerseits und andererseits haben wir eine Terrassenstrategie und die erste Terrasse ist einfach ein Sicherheits-Cash-Konto, wo wir ohne etwas zu verändern zu müssen, ohne an Investitionen was rauszunehmen, einfach auch ein Jahr lang so weiter tun können. Was ja sehr entspannt ist und was viele nicht haben. Ne? Also bei vielen ist es ja so, dass sie jetzt schon nach dem ersten Monat schon sich überlegen, wie geht's und dass da eine große Unsicherheit ist. Und also natürlich hängt es auch damit zusammen, welche Personalkosten hast du natürlich. Ne? Ja. Also ich habe gerade mit Alexander Müller gesprochen, den kennst du ja, glaube ich, auch von Gedankentanken. Der hat halt 650.000 Euro pro Monat Kosten für seine Mitarbeiter. Ja. Das ist natürlich eine andere Nummer und in der Situation stecke ich natürlich nicht. Ja, er hat ja über 100 Mitarbeiter jetzt. Ne? Ja, genau. Extrem gewachsen und das ist natürlich, also 650.000 ist natürlich ein Brett. Jeden Monat, ja. Ja. Na, Frank, ich bin ja Recruiterin und Coach, wie du weißt. Mhm. Und in meinem Podcast, ich habe mir angewöhnt, von Anfang an eine Frage an meine Gäste zu stellen. Mhm. Und zwar ist es ja so, wenn ich mit Kandidaten zusammen bin, mich interessiert immer der Lebenslauf. An sich jetzt nicht Wort für Wort, sondern eher den Menschen dahinter zu entdecken. Mhm. Und deswegen ist meine erste Frage in meinem Podcast immer die gleiche. Und zwar, ob du einen geraden Lebenslauf hast, lieber Frank, oder ob da viele Zickzacks drin sind. Ja, nachdem du schon so lächelst, natürlich in gewisser Weise, wie bei vielen Menschen in der heutigen Zeit, waren natürlich viele Bewegungen drin. Und wie ich ja immer sage, nachträglich sieht das alles so klar aus. Aber wenn du damit anfängst, ist das erstmal gar nicht klar. Aber ich bin dem Leben sozusagen gefolgt. Das heißt, ich komme ursprünglich aus Konstanz am Bodensee, habe dann in Paris kurz gelebt und dann in Wien am Max-Reinhardt-Seminar, also der Universität für Musik und Darstellende Kunst, Regie studiert.
Und ja, dann kam lustigerweise in dieser Zeit, wie ich gerade viel erzähle, kam ein Unternehmen an das Reinhard-Seminar heran mit der Frage, habt ihr mal jemanden, der uns weiterhelfen kann bei so einer Conference in Wien? Ja. Und da wurde ich genannt von der Leitung und das Unternehmen war Apple. Das ging ganz früh los, also vor über 30 Jahren jetzt oder 30 Jahren ging es los, dass zum ersten Mal dieser Wirtschaftsbezug da war. Ja. Und um es kurz zu machen, dieser Bereich wurde immer größer. Ich habe zwar parallel Regie geführt 20 Jahre und auch war ich 10 Jahre parallel auch noch Schauspiellehrer, aber dieses Feld wurde immer größer. Na, und als dann, wie ich auch gerne erzähle, dann die Kinder kamen, ich bin ja später Vater, ich bin gerne Vater, anders als du bist frühe Mutter, habe ich dann die Theaterarbeit losgelassen und mich ganz auf die Wirtschaftsarbeit fokussiert. Mhm. Also, und auch in meiner ersten Diplomarbeit wollte ich über Führung schreiben. Ich habe die Diplomarbeit zwar abgebrochen, weil es war mir zu schwierig. Das heißt, ich hatte noch nicht den Proof of Concept und noch nicht die Erfahrung, aber ich habe mich eben in den letzten 30 Jahren dann eben entwickelt zum Experten für Führungskommunikation und strategische Kommunikation, insbesondere auf der Bühne. Mhm. Weil wenn ein, sagen wir mal, ein Vorstand oder ein Unternehmer oder Unternehmerin auf die Bühne geht, dann ist das ja Führungskommunikation, klar. Aber es ist eben auch strategische Kommunikation. Ja, weil es ist ja das Zentrum der strategischen Kommunikation. Und das ist mein Feld, wo ich sehr häufig arbeite. Und auf der anderen Seite bin ich eben Speaker für die Themenkommunikation. Mhm. Was lässt dich denn morgens aufstehen, Frank? Gute Frage auch. Ja, du kennst dich schon. Also es ist so interessant, finde ich, in den letzten, ja, muss schon sagen, Jahrzehnten. Dadurch, dass ich ja Künstler bin, habe ich mich sehr früh interessiert für auch spirituelle Dinge. Ja, ich habe angefangen mit Meditation ganz früh, mit 14 Jahren zum ersten Mal. Dann habe ich mit 10 Jahren mit zen-buddhistischen Mönchen meditiert. Also diese Persönlichkeitsentwicklung hat mich wahnsinnig interessiert. Und irgendwann wurde mir klar in meiner Theaterarbeit, dass die Arbeiten dann besonders gut sind, wenn ich als Führungsperson es schaffe, die Schauspielerinnen und Schauspieler so zu unterstützen, dass sie sich aufs Schönste entfalten, dass sie in ihre Kraft kommen. Weil dann wird die Arbeit gut. Ja. Das ist ja auch ganz einfach. Ich meine, es ist ja wie im Fußball auch. Wenn die 11 Spieler sich in ihrer Kraft entfalten, in ihrem Potenzial und eine gute Strategie die ganzen verbindet, dann gewinnst du das Spiel. Das ist ganz einfach. Ja. Das ist also nichts Esoterisches. Das ist ganz real. Und mit diesem Ansatz sozusagen bin ich dann auch an die Companies rangegangen. Und natürlich habe ich den Konzern verstanden und sage es auch heute noch nicht. Ja. Ich sage, ich will nicht ihr Potenzial entfalten. Dann läuft er weg. Ja. Aufs Schönste entfalten. Ja. Sondern der will eine richtig gute Keynote in Orlando halten, wo die Leute alle aufstehen, ihm Standing Ovation geben und sagen, das ist eine richtig geile Company. Ja. Ja. Klar. Und es ist auch gut so, dass ich diese Resultatorientierung habe als Coach. Ich finde das sehr gut. Warum? Weil man kann sich nämlich auch in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbereich sehr verlieren, in alle möglichen Bereiche. Ja? Also wo es dann nicht mehr sozusagen in Anführungszeichen überprüfbar ist, ob ich mich jetzt wirklich entfalte oder ob ich nur einer Marketing-Aussage nachrenne, also nur einem Traum nachlaufe und dafür viel Geld bezahle. Das heißt also, bei mir ist es wirklich dann überprüfbar, gewinnen wir den Pitch, ja, in der Vertriebspräsentation oder mit dem Startup oder ist die Keynote vom Vorstand richtig gut? Das ist überprüfbar. Ja. Und das finde ich, und auch bei mir selber als Speaker, wenn ich auf der Bühne stehe, schaffe ich das, dass die Leute nachher Standing Ovations machen und sagen, wow, und es war richtig guter Content oder schaffe ich es nicht? Mhm. Und dadurch wird für mich Persönlichkeitsentwicklung so wunderschön anschaubar, sage ich jetzt. Schön. Ich bin ja im Bereich Automobil und da sind ja im Augenblick jetzt viele Entscheider jetzt in der Situation, dass sie tatsächlich vor ihren Mitarbeitern stehen, keine Ahnung haben, was morgen ist, aber irgendwas sagen müssen. Weil du hast ja auch gerade gesagt, du hast ja eine Außenwirkung. Das ist ja so, du stellst dich ja hin und du gibst ja ein Signal. Und da ist es ja wichtig, dass die Mitarbeiter dir glauben, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, ich bin hier richtig. Das ist ja gerade auch jetzt, wenn ich im Recruiting mit den Mitarbeitern spreche, häufig Situationen, wo die sagen, mit dem möchte ich dann nicht mehr arbeiten, weil ich fühle mich da nicht wirklich gewertschätzt und nicht wirklich gesehen.
das ist ja das, wo du absoluter Experte bist. Mhm. Ich möchte da gerne einsteigen, was du den Autohaus-Chefs, den Entscheidern mitgeben kannst, mhm. wie sie glaubwürdig kommunizieren, also wie sie ihre Mitarbeiter so, so mitnehmen, dass die Mitarbeiter sagen, ja, das ist mein Chef. Wie geht das? Wie geht das? Gute Frage. Also ich bin groß. Wir können uns heute auf die Prinzipien vielleicht verständigen. Also die erste Sache, die du vorher, ja, du hast vorhin einen Satz zitiert von mir. Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Ja. Und als ich den Satz vor auch Jahrzehnten schon zum ersten Mal immer wieder gesagt habe, das haben die gesagt, hä? Aber es ist so. Also ein Vorstand vom Autohaus, wie ich ja immer sage, baut kein Auto zusammen. Das macht der nicht. Sondern der kommuniziert von morgens bis abends. Ja. Auch die Strategie wird innerhalb der Kommunikation erarbeitet, kooperativ mit anderen Experten, mit anderen Vorständen und so weiter und so fort. Also wir handeln als Führungspersonen durch Kommunikation. Und je weiter wir in eine Wissensgesellschaft hineinkommen, desto mehr handeln fast alle. Fast. Ja, es gibt es die natürlich die systemrelevanten Berufe, die auch wirklich Hand anlegen müssen und die sind wahnsinnig wichtig und da brauchen wir auch mehr Wertschätzung. Aber die meisten von uns handeln wirklich durch Kommunikation. Mhm. Egal, ob du Vorstand bist oder im Vertrieb, das ist ganz wurscht. Mhm. Und das kann man sich mal kurz klar machen. Du handelst durch Kommunikation. Auch als Mutter oder Vater übrigens. Ja. ja, was ist daran jetzt wichtig? Das Erste ist, aus meiner Sicht die Klarheit, wie ich immer sage. Mhm. Weil wenn du nicht verstanden wirst, wenn was durchfällt irgendwie, dann kannst du nicht überzeugen. Ganz klar. Weil worum geht's dir? Was ist wichtig gerade? Also Klarheit überzeugt. Und wie ich immer sage, das kennst du auch von mir, wir sind nie klar. Wir müssen uns immer durcharbeiten zur Klarheit. Das ist was ganz Normales. Ich meine, deswegen lebe ich davon auch so gut. Egal, wo ich hinkomme, ob Konzernvorstand oder Trainer oder Speaker. Wir sind nie klar. Wir suchen dann die Klarheit an diesem Tag. Ja? Das heißt, klare Kommunikation ist immer Selbstklärung. Jetzt auch in dieser Corona-Zeit, in der wir gerade sind, auch die Politiker müssen sich erstmal klar werden selber, wie ist denn die Situation? Ja, was ist vorteilhaft so oder so? Die müssen sich ganz schön tief da hineinbegeben. Mhm. Und das ist die Suche nach Klarheit. Und dann haben sie ja nicht nur eine Perspektive der Virologen, sondern sie haben ja auch die Perspektive dann der Wirtschaftswissenschaftler und der Soziologen und der Psychologen und so weiter. Das macht ganz schön viel Arbeit. Also, wie Steve Jobs immer sagte, Klarheit macht viel Arbeit. Und es ist eigentlich auch schon gesagt, warum so wenige Unternehmen wirklich klar sind. Ja, man sagt immer, ja, Steve Jobs, der war so klar. Wieso sind es eigentlich andere nicht? Ja, das ist einfach nur Arbeit. Ich zitiere da auch gerne. Steve Jobs war ja CEO nicht nur von Apple, sondern auch von Pixar, wie du weißt, also von zwei börsennotierte Unternehmen. Das gab es nie wieder. Und trotz aller dieser Arbeit hat er immer, wenn er in Cupertino war, am Mittwochnachmittag Kommunikationssitzungen gemacht. Also Marketing-Sitzung, also erstmal die eigenen Produkte wirklich verstehen, wie kommunizieren wir sie in den Markt hinein oder auch wie kommunizieren wir Strategien in den Markt, aber auch zu unseren Mitarbeitern. Mhm. Ja? Weil für ihn war ganz klar, es geht immer, wie das ist im Satz eigentlich schon von Peter Drucker, es geht immer um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, insbesondere der Innovation. Und auf der anderen Seite geht es im selben Maße mindestens um die gelungene Kommunikation der Produkte und Dienstleistungen und der Innovation. Weil eine nicht gelungen kommunizierte Idee oder Dienstleistung oder Produkt wird nicht wahrgenommen im Markt, ja, als eine substanzielle Dienstleistung. Also ich glaube, und dieses Feld der Kommunikation wird immer noch wichtiger, weil wir immer mehr Informationen digital vor unseren Augen haben. Also musst du immer klarer kommunizieren. Und die Companies, und die auch im politischen Bereich übrigens, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die da sehr stark waren in den letzten Jahren, hatten immer diese Klarheit. Ist es so, dass du sagst jetzt, Jobs hat zum Beispiel dieses wöchentliche Ritual gehabt. Mhm, also es war dann einmal in der Woche der klare Austausch, dass an sich seine Mitarbeiter, seine Teams, dass die verstanden haben, was ihm wichtig war und dadurch ist Klarheit entstanden. Also wäre das eine Empfehlung für Führungskräfte, wenn es jetzt darum geht, du hast gesagt, durcharbeiten zur Klarheit heißt, mal da Hausaufgaben machen
tief eintauchen, das heißt also auch wirklich nicht nur an der Oberfläche schrubben, sondern dir die Mühe zu machen, zu schauen, ich frage jetzt hier nicht nur einen, sondern ich nähere mein Wissen aus unterschiedlichen Kanälen, um wirklich eine fundierte Basis zu haben. So ist es. Und das kommuniziere ich dann an mein Umfeld, damit die gleiche Information haben, die ich auch habe dann. Genau. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen aus meinem Expertenfeld so ein bisschen hinaus. Ja? Mhm. Denn jetzt gerade in dieser Krisenzeit ist es wichtig aus meiner Sicht, dass Führungspersonen faktenbasiert zur Klarheit kommen. Mhm. Das heißt, die herausragenden Führungspersonen, die ich jetzt kenne, persönlich kenne, nehmen wir mal die in Deutschland, die hören morgens, das gibt es ja jetzt so in einer Zweier-Dreier-Frequenz die Woche, je nachdem, die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut. Die hören den Podcast von Professor Dr. Drosten. Aber nicht nur, sie haben auch andere herausragende Experten. Das heißt, sie arbeiten sich wirklich durch so einer faktenorientierten Sichtweise der Gesamtsituation. Und das ist Arbeit. Also eine gewisse Bildung ist wahnsinnig wichtig. Ja. Die sind ja alle vorhanden. Und ich denke, wenn man sie sind alle vorhanden. Und wir können heute Weltklasse-Experten durch die Digitalisierung selbst uns anhören. Ja. Das ist ja unfassbar. Weißt du, das war früher nicht möglich. Früher war der Meister am Band bei VW das Zentrum des Wissens. Ja. Und der König wusste so. Und die Bauern wussten nichts über die Weltlage. Heute können wir uns alle informieren. Ja. Ne? Und es ist wichtig, dass jeder das auch tut, weil die Fakten sind alle da. Und da kann man einfach dann ja schauen. Genau. Aber zurück wieder in mein Expertenfeld. Also ich empfehle also, dass wir zur Klarheit vordringen. Und du weißt ja auch, wie ich das sehe. Wir haben zum Beispiel ja gesprochen über Trump. Ich zitiere ihn gerne, ob man ihn hasst oder liebt. Ich zitiere ihn, warum deshalb? Weil im Weltinterview habe ich gesagt, das ist vielleicht der am weitesten unterschätzte Redner und Kommunikator in der Welt. Weil schon in seinem ersten Wahlkampf war er glasklar. Er ist eingestiegen mit Make America Great Again, also mit einer klaren Kernbotschaft, die er nochmal verkürzt hat in America First. Ja, ist natürlich nicht integrativ, ist natürlich spaltend, das ist klar, das ist Populismus. Aber kommunikationspsychologisch betrachtet ist das wahnsinnig gut. America first. Das ist glasklare Kernbotschaft. Mhm. Und wenn du eben für dein Produkt oder für dein Unternehmen oder du für deine Strategie eine glasklare Kernbotschaft hast, also eine Art Claim, dann machst du, wie ich immer sage, Zuhörer zu Multiplikatoren deiner Botschaft. Das wird eben auch im Unternehmen weitererzählt. Ja? Worum geht es bei der nächsten Strategie? Entweder jetzt fällt diese eine Kernbotschaft oder sie fällt eben nicht. Ja? Und viele Strategien oder auch Change-Prozesse sind eben nicht so geklärt, dass die Leute, auch die verantwortlichen Leute, das wirklich sagen können. Okay. Das ist schade. Weil es hatte jedes Produkt eine Kernbotschaft. Jedes Produkt. Ja? Also durcharbeiten, Hausaufgaben machen. Auf die Fakten gucken. Genau. Und natürlich ist es so, wie du vorher gesagt hast, in einer Krise fahren wir auf Sicht. Die Dinge verändern sich täglich. Und du kannst auch sagen, ich weiß jetzt selber nicht weiter. Das kann man sagen. Okay. Das heißt also, zur Klarheit gehört nicht unbedingt alles zu wissen, überhaupt nicht, sondern zur Klarheit gehört viel zu wissen und auch zu sagen, was ich nicht weiß. Denn gerade in der Krise, die Krise ist also eine Art Vergrößerungsglas für Führung. Die Krise zum Beispiel zeigt, ob Führungspersonen wirklich Verantwortung übernehmen oder nicht. Mhm. Und wenn du wirklich Verantwortung übernimmst, so wie du zum Beispiel auch als Mutter oder Vater für deine Kinder Verantwortung übernimmst, dann strahlt das aus nach außen. Also in dem Ungewissen, wie ich immer sage, brauchen wir Gewissheit und die finden wir in anderen Menschen in der Regel. Menschen folgen Menschen, so ist es. Und du triffst wahrscheinlich auch falsche Entscheidungen. Mütter und Väter treffen täglich falsche Entscheidungen. Das ist einfach so. Ja. Aber dafür einzustehen und sagen, okay, ich bin eben Führungsperson, das ist mein Job. Und das strahlt eben aus und schafft Gewissheit. Ich folge dem Drosten, was die virologische Perspektive betrifft, nur diese Perspektive. Das heißt, ich rechne es ja nicht selber nach. Oder wie ich vor kurzem im Interview gesagt habe, ich seziere ja nicht am Morgen selber diesen Virus. Das kann ich ja nicht. Ne? Mhm. Also ich muss anderen Menschen vertrauen in einem bestimmten Expertenbereich. Also wir Menschen folgen Menschen. Mhm.
das ist zum Thema eben Verantwortung übernehmen. Dann eben diese Klarheit, sich zur Klarheit vorzuarbeiten. Und vielleicht ist die Strategie nur tragfähig eine Woche lang. Vielleicht ist sie auch tragfähig ein Jahr lang. Das kann natürlich sein. Mhm. Wir haben zum Beispiel unsere Strategie überprüft und haben gemerkt, die ist weiterhin tragfähig. Mhm. Also da einfach regelmäßig drauf schauen, wie oft schaust du da drauf? Immer aus aktuellem Anlass? Oder dann habt ihr bestimmte Rituale, wo er sagt, es ist jetzt Zeit, genau hinzugucken? Und auch, weil du sagtest ja vorhin, die Messbarkeit ist ja auch wichtig. Also weil du lässt dich ja an deinen Aussagen dann auch messen. Und dann ist es ja wichtig, dann auch mal zu gucken, ist es denn noch so? Wie oft machst du das? Also die wirklichen Leader und Leaderinnen haben das, glaube ich, täglich im Kopf. Täglich. Mhm. Ja. Das heißt, ich habe auch ein OKR-Board. Kennst du das? Nee. Ein OKR-Board, auch in diesem Zimmer hängen. Ein OKR-Board sind also Objectives, also Ziele und Key Results. Ja. Mhm. Also vorne hast du diese strategische Ausrichtung für das Ganze. Dann kommen also, ich drehe mal kurz den Kopf rüber, dann hast du also fünf Objectives, fünf Ziele für das Jahr. Von denen drei in der Regel die zentralen sind, plus zwei zusätzliche. Wird es zu kompliziert vielleicht, aber viele Startups arbeiten damit oder große Unternehmen, auch Elon Musk arbeitet damit. Und dann hast du eben Key Results, also da hast du jeweils vier für jedes Ziel. Also welches Key Result, welches Unterziel musst du praktisch erreichen, um das große Objective zu erreichen? Okay. Und deswegen ist es eine sehr klare Matrize, das ist ein sehr klares Bild, weißt du? Und Klarheit gilt ja nicht nur in der Kommunikation, sondern Klarheit gilt ja auch für die eigene Strategie. Ich glaube auch aus meinen jetzt 30 Jahren, dass viele Strategien scheitern, weil sie viel zu komplex sind. Mhm. Die das selber entwickelt haben, können dieser Strategie gar nicht folgen, weil sie gar nicht klar sind, auch in der Befolgung der Strategie. Das ist kein Witz, was ich gerade sage. Ja. Ich habe doch dir zum Beispiel erzählt, wenn du gesagt hast, Automobil. Ja. 2018 wurde ich eingeladen von einem großen Automobilkonzern. Du kennst die Geschichte, ich darf nicht sagen, welcher. Und die haben gesagt, Herr Asmus, wir haben eine neue Strategie, könnten Sie bitte mal kommen. Ja. Wir wollen Sie an unsere Mitarbeiter weltweit kommunizieren, an unsere Führungspersonen vor allen Dingen, und an die Weltöffentlichkeit. Und da bin ich da hingefahren und die hatten also 24 Botschaften oder Bereiche analysiert, wo sie tätig werden müssen. Und die Unternehmenskommunikation hat jedem Bereich eine Botschaft verpasst. Das heißt, die Strategie hatte also 24 Kernbotschaften. Na, bist du schwindelig, oder? Natürlich ist es so, wie gesagt, ich lebe ja davon, dann die Wahrheit zu sagen, aus kommunikationspsychologischer Perspektive zumindest. Ja. Gesagt, also das Erste ist, Sie werden auf der Bühne, wenn Sie das kommunizieren, nicht stark sein. Mhm. Weil Sie selber ständig gucken, was ist das Nächste. Und das Zweite ist, jeder wird sich rauspicken, was er braucht. Jeder Mitarbeiter, jede Führungsperson wird das rausnehmen, was er braucht und die Weltöffentlichkeit wird auch irgendwas rausnehmen. Aber insgesamt wird der Impact, also the power of influence, total schmal sein. Mhm. Ja? Und dann ist die Frage natürlich aufgekommen, ja, was können wir denn machen? Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, ja gut, wäre eben, wie es Trump eben auch macht, eine Kernbotschaft und vielleicht maximal 3 bis 4 Unterbotschaften, also die berühmten Key Messages, was ja Trump auch hat. Ne? Trump hatte ja einen Wahlkampf, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Glasklar, ein glasklarer Trias. Und dann haben sich eben diese Führungspersonen drauf eingelassen und es wird interessant. Unter einer Stunde, weil die sind ja tief drin im Content, unter einer Stunde haben wir dann also geclustert. Unter einer Stunde. Und es kam eben raus, jetzt 2 Jahre ist es jetzt her, oder über 2 Jahre, kam also Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services. Und das One More Thing war, Share Economy wird immer wichtiger. Mhm. Wenn du jetzt diese drei Dinge hörst, also Elektromobilität, autonomes Fahren, digitale Prozesse und Services, und du hörst es 8-mal in der Präsentation, dann weiß jede Führungsperson weltweit, worum es dem Konzern in Zukunft geht. Wir werden eine Tech-Company. Mhm. Und dann hast du Impact, kommunikationspsychologisch gesprochen.
Mit den 24 gar nicht. Und eine Unterbotschaft, wie zum Beispiel das Interieur wird immer wichtiger der Autos, ist ja dann nur eine Unterbotschaft. Die haben es dann geclustert eben in dem Bereich autonomes Fahren. Weil was machst du denn im Auto, wenn es autonom fährt? Ja, da kannst du ja nicht mehr fahren. Was machst du dann? Nimmst du ein Bad im Whirlpool oder machst du Sport? Ja, telefonieren darfst du ja nicht. Ja, kriegst du eine Massage? Oder ich habe keine Ahnung, aber das wird wahnsinnig wichtig werden, wie wir diese Zeit im Auto dann erstklassig zubringen. Okay, gut. Also da haben wir als erstes wirklich nochmal zu wiederholen, erstmal die Verantwortung, was zu verändern, dann die Klarheit und dann möglichst einfach mit einer Kernbotschaft und möglichst mit 3 bis 4, sagst du, Unterpunkten, sodass jeder sich drunter vorstellen kann, wo die Reise hingehen kann. So, und so entsteht Klarheit, so entsteht glasklare Kommunikation, wie du das nennst. Genau. Und natürlich, wir haben jetzt also als, machen wir mal den Trias auf, damit es nachvollziehbar ist. Wir haben ja gesagt, 3 bis 4 kann man sich merken, machen wir jetzt einfach auch, okay? Ja. Also, davor also musst du erstmal Verantwortung übernehmen, aus meiner Sicht. Und das ist die Sichtweise der Kommunikationspsychologie. Der erste Punkt ist also Klarheit. Klarheit überzeugt. Der zweite Punkt, zu dem wir jetzt vielleicht kommen können, ist dann Transparenz und Empathie. Mhm. Und der dritte Punkt im Trias ist dann Integrität. Mhm. Also gehen wir also mal auf den zweiten Punkt ein. Ja? Der zweite Punkt ist also, wenn wir sagen, Menschen folgen Menschen, dann können wir auch sagen, was heißt denn eigentlich überzeugen? Und wie ich da immer sage, überzeugen heißt nichts anderes als Menschen emotional gewinnen. Und das wird manchmal missverstanden, weil dann denkt man, wieso nur emotional? Es geht doch auch um Ratio. Natürlich, dieses Rationale ist Teil des Überzeugungsprozesses. Das ist ganz, ganz klar. Nur letztendlich geht es darum, Menschen emotional zu gewinnen, weil das ist keine Sales-Aussage, das ist keine Marketing-Aussage, das ist Wissenschaft. Alle Entscheidungen werden emotional getroffen. Sie werden rational vorbereitet, rational begründet, spielt alles Mögliche rein. Aber letztendlich, ich hatte vor kurzem, den kennst du auch, den Tarek, ne? Weil wir vorher darüber gesprochen haben, habe ich auch gesagt, Tarek, es gibt keinen Grund, einen 5er BMW zu fahren. Da gibt es keinen Grund für. Zumindest keinen rationalen. Vielleicht für dich einen emotionalen. Ja? Das heißt, alle Entscheidungen werden emotional getroffen. Ja, klar. Und was ist da wichtig? Das erste ist, sich gerade auch in der Krise offen zu zeigen. Mhm. Und offen heißt nicht unbedingt eine große expressive Emotion. Das kann es sein. Das hängt von deiner Persönlichkeit ab und von deinem Kulturkreis. Ne? Mein Vater war Franzose, ich bin ein bisschen expressiver, ist auch ganz gut als Topspeaker auf der Bühne. Weißt du, wenn nach dem Mittagessen die Leute alle am Einschlafen sind, kann ich sie so ein bisschen hochpushen. Aber das muss nicht sein. Ich meine nur Offenheit. Frau Merkel war zum Beispiel in dieser ersten großen Ansprache ans Volk auch offen. Aber in ihrem mecklenburgischen, norddeutschen Style war sie nicht besonders expressiv. Das muss sie auch nicht. Ja? Ich spitze es mal zu. Kommunikation oder Führungskommunikation in schwierigen Zeiten wie jetzt können wir mal zuspitzen Richtung Krisenkommunikation. Und Krisenkommunikation heißt ja wirklich, wenn das Flugzeug abgestürzt ist. Und dieses Beispiel nehme ich gerade gerne. Vor 5 Jahren hatten wir ja diesen verheerenden Absturz der Germanwings-Maschine. Ja. Und der Spohr hat erstmal sehr gut reagiert. Der ging vor die Weltpresse und hat sehr, Achtung Punkt 1, sehr klar kommuniziert. Und so viel Uhr ist nach unseren Erkenntnissen in einem Flugzeug vollkommen faktenbasiert und klar. Mhm. Und dann hat er gesagt, die wissen selber, ich war 20 Jahre Pilot oder was hat er da gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Wir sind zutiefst erschüttert und er war wirklich erschüttert. Er hatte nasse Augen, ist kein Witz. Ja, er hat eine Träne, ja, ihm lief eine Träne runter. Und das ist jetzt interessant. Er hat sich also transparent gezeigt als Mensch. Und wir haben ja vorher gesagt, Menschen folgen Menschen. Das heißt, Verletzlichkeit verbindet. Also auch du jetzt als Leaderin oder Leader jetzt in der Krise. Oder du, wenn du selber sagst, ich weiß gerade nicht weiter, wirklich nicht, kann es zu mehr Commitment führen. Mhm. Verletzlichkeit verbindet, Offenheit verbindet oder wie ich immer sage, Offenheit gewinnt. Okay, also jetzt nicht den starken Mann markieren und sagen, wir haben das ja alles im Griff, wenn es nicht der Fall ist, sondern einfach zu sagen, ich habe jetzt gerade wirklich auch keine Ahnung. Also damit gewinnt genau, weil als wenn du irgendeinen Quatsch erzählst. Genau, weil diese Kriegsrhetorik, die ist, hält nicht nachhaltig. Du müsstest immer wieder nachlegen, weißt du?
Das ist für einen Moment vielleicht gut. Weißt, wenn der große Berg vor uns steht, ja, und wir müssen da hoch, sonst überleben wir nicht. Dann kannst du pushy-mäßig den starken Mann raushängen. Ja. Dann kann er so wieder richtig Gas geben, weil er sagt, ja, kein Kanzler. Aber nachhaltig ist das keine gute Strategie. Kriegsrhetorik ist nachhaltig keine gute Strategie. Okay. Ja. Gut. Also das ist eher faktenorientierter Klarheit und dann eben Offenheit verbindet. Und okay. Zur Offenheit ist eben der zweite Punkt Empathie. Mhm. Jetzt ist es wichtig, jetzt überprüfen Mitarbeiter, wie in dem Brennglas der Krise eben verbinden sich die Leader wirklich mit ihren Leuten. Mhm. Haben sie ehrliches Interesse. Ja. Und wenn du eben nicht die Kaffeemaschine auf dem Gang hast, wo du das machen kannst normalerweise, dann musst du jetzt eben über Microsoft Teams oder Zoom das eben machen. Mhm. Ehrliches Interesse. Ja. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass dieses Zuwenden zu Wesen, übrigens nicht nur Menschen, auch Tieren, die Menschen aufblühen lässt. Mhm. Das ist kein Witz, was ich gerade sage. Auch das ist Wissenschaft. Also Zuwendung ist ungeheuer wichtig gerade. Okay. Zuwendung. Und das Dritte ist dann eben die Integrität, dass du also auch nachhaltig mit deinen Werten und so weiter das mir beweist, walk the talk. Ja? Mhm. Also nur kurzfristig eben auf dicke Hose als Führer machen und dann keine Solidarität zeigen, das funktioniert nicht. Mhm. Also es ist ja gerade viel zitiert, aber Adidas hat großen Fehler gemacht mit diesem Nicht-Mieten-Bezahlen. Ja, ja. Das können sie gar nicht. Ja, das ist ganz, ganz schwer gerade. Und weil wir, da werden sich viele Menschen dran erinnern. Mhm. Und viele Menschen werden sich jetzt eben auch dran erinnern, wie bist du in der Krise mit mir umgegangen? Mhm. Menschen werden sich erinnern an, wie sind bestimmt, also die Krise führt ja zum Wesentlichen. Krise führt zum Wesentlichen, Vergrößerungsglas. Sie werden sich erinnern, wer war für mich wirklich wichtig in der Krise? Mhm. Wahrscheinlich eher Familie sein und so weiter. Ein paar Freunde vielleicht, nicht so viele. Wer hat mir wirklich geholfen? Welche Führungsperson war für mich da? Und jetzt wird es spannend auch fürs Marketing. Und welche Marke hat zu mir gehalten? Ja. Jetzt kannst du. Klar, wir sind in einer tiefen Krise wie noch nie. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber jetzt kannst du als Marke Markenwert schaffen für die Zukunft. Spannend. Sehr spannend. Also da haben wir dann die Integrität nach dem Motto, stimmt das, was du sagst? Handelst du danach? Ja. Glaubwürdig und schaffst so wirklich einen bleibenden Eindruck für später und einfach auch eine Orientierung für deine Mitarbeiter und sorgst dafür auch, dass deine Mitarbeiter dann auch in dieser Krisensituation bei dir bleiben und sich dann nicht die nächstbeste Lösung suchen, um dann für 50 Euro mehr oder ja. für ja, noch weniger den Job zu wechseln. Ja. Schön. Da haben wir dann den Trias komplett, also Klarheit, ja. Transparenz, Empathie und dann die Integrität. Du hattest vorhin, als wir angefangen haben zu sprechen, über das Thema Sport gesprochen. Hast du gesagt, dass du machst viel Sport. Ja. Dass wir da später nochmal zu sprechen kommen. Hat das was mit der Persönlichkeit jetzt auch der Führungskraft zu tun? Dass du also, oder wie meinst du? Für viele Menschen ist ja gerade die Krise herausfordernd und letztendlich ist es ja eine Emotion, die heraus, weil noch haben wir Brot, ich hoffe, es bleibt dabei, ja. Vielleicht haben wir auch wieder Spiele demnächst, also Brot und Spiele. Was hier aber, was schwierig ist für viele Menschen, ist eben das sozusagen das Emotionsmanagement. Und deswegen ist es für Leader gut zu wissen, wie überhaupt Emotionen entstehen. Und Emotionen entstehen aus meiner Sicht in drei Feldern. Das eine ist, wo richtest du deinen Fokus aus? Also, wo schaust du hin? Also guckst du dir faktenbasierte Informationen an oder zugespitzt dramatisierte? Ja? Wir müssen alle wissen, Medien, auch die Tagesschau, dramatisiert. Die sind nicht so zugespitzt wie vielleicht RTL und RTL ist nicht so zugespitzt wie vielleicht irgendein Verschwörungstheoretiker. Aber ich komme ja aus dem Theater und dem Film und ich sag euch, da wird dramatisiert. Und durch die Dramatisierung hast du eine andere Emotion, als wenn du eben eher faktenorientiertes dir anschaust. Mhm. Also der Fokus erzeugt bei uns Emotionen.
Okay. Wenn ich mit meiner Mutter spreche, habe ich eine andere Emotion, als wenn ich mit jemandem spreche, der mich gerade auf der Straße anschreit oder sowas, ja. Das gilt aber auch fürs Denken. Ja? Was denkst du? Also das erste ist Fokus. Mhm. Das zweite ist, wir bekommen ja unsere Emotionen, indem wir den Dingen Bedeutung geben. Da draußen, das sind ja alles nur Trigger. Ne? Also ich habe vor kurzem das Beispiel gebracht, wenn dich jemand auf der Autobahn schneidet mit einem dicken Auto, ja, und du fährst fast in den Graben rein, vielleicht auch nicht fast in den Graben rein, jetzt reagiert jeder anders in der Situation. Mhm. Das heißt, du machst die Gefühle. Halten wir mal kurz fest. Wir machen die Gefühle. Mhm. Und wie machen wir die Gefühle? Indem wir reale Situationen bewerten. Und das ist auch gut so. Und durch diese Bewertung entsteht die Emotion. Das heißt also, wir geben den Dingen ihre Bedeutung. Jetzt zum Beispiel in der Krise können wir der Krise die Bedeutung geben, alles wird schlechter, wir werden alle sterben oder sowas, ja. Oder jemand ist schuld, wir müssen den jetzt eliminieren. Oder du kannst auch der Krise der Bedeutung geben, es ist, was es ist. Und wir werden auch vielleicht Trauer empfinden und nicht weiter wissen, aber wir fokussieren uns eben darauf, vielleicht auch die Chancen in der Krise zu sehen. Als Führungsperson ist es wahnsinnig wichtig, weil Führungspersonen werden dafür bezahlt, lösungsorientiert zu denken. Dafür werden Führungspersonen bezahlt. Das heißt also jetzt zu gucken, den Chancenblick aufzulegen. Das ist nicht einfach. Das kannst du aber nur, und jetzt komme ich zum dritten Bereich, indem du einen hohen körperlichen Vitalität hast. Okay. Jede Depressionsbehandlung beginnt damit, du kriegst die Pille und dann Sport. Sport oder Bewegung. Du musst zurück in den Körper, du musst in die Vitalität zurück, denn die Vitalität steuert eben auch unsere Emotionen. Ja, du musst dich ja spüren können, ne? Mhm. Du musst dich spüren können, und es klingt so esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Es ist ganz real. Weil ihr könnt ja mal das Experiment machen, euch zwei Wochen auf die Couch legen, ja, so auf den Rücken und einfach liegen. Mal gucken, wie es euch in 2 Wochen geht. Ja. Und dann könnt ihr mal das Gegenexperiment machen. Jeden Tag 1,5 Stunden durch den Wald laufen und vielleicht noch 1 Stunde joggen am Tag zusätzlich. Ja. Ihr denkt anders über die Welt. Das ist halt einfach so. Das heißt, wir haben also 3 Bereiche. Ja. Wir haben also die körperliche Vitalität, wir haben die Bedeutung, wir geben den Dingen ihre Bedeutung, und wir haben den Fokus. Okay. Und wenn du jetzt in einem Zoom-Meeting oder einem Microsoft Teams-Meeting die Leute wirklich emotional gewinnen willst und die einfühlsam sein willst und so weiter, was wir alles besprochen haben, musst du eine hohe körperliche Vitalität haben. Also ich rate allen Führungspersonen und die Tollen, die ich kenne, auch die tollen Unternehmer, die ich kenne, die machen das auch, die machen täglich Sport. Ja, natürlich. In welcher Form auch immer dann. Ne? In welcher Form auch immer. Ja. Vielleicht fast täglich, können wir sagen. Ja. Mhm. Und jeder kann herausfinden, was für einen gut ist. Ich mache das halt jetzt immer um 10 Uhr, ne? Von 10 Uhr bis 11.30 Uhr. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja, genau. Übrigens in der Zeit, ich mache das ja so, ich mache ja Fast Walken, ja, und in der Zeit mache ich auch Calls. Ach so, okay. Ich umsehe und mache derweil auch Calls. Ne. Das muss man nicht machen, das ist meine Art. Ich habe da nochmal 1/2 Stunde für ein bisschen andere Dinge. Aber warum? Weil ich dann vital bin, und das spüren die Leute auch, wenn die mit mir reden, dann am Telefon, die spüren das. Ja. Und sagen, ach, Herr Asmus, dann sagen wir doch nicht Vorstände, ach, Herr Asmus, war das ein tolles Gespräch, bis nächste Woche. Ja. Du erreichst die Menschen anders. Schön. Gut. Wir können ja ewig weitersprechen, Frank, weil das sind ja so spannende Themen, und wir können das ja sicherlich hier dann auch nur so am Rande anstupsen. Und was mich jetzt interessiert, die eine Frage in meinem Podcast, die ich auch immer stelle, ist zum Schluss auch, wie du auf dich schaust, also was du tust, damit es dir gut geht. Jetzt hast du gesagt, du hast Sport gemacht und du hast da dein Ritual morgens um 10. Was machst du sonst, damit es dir gut geht? Können wir auch wieder einen eigenen Podcast drüber machen. Es gibt da diese Perma-Formel, aber letztendlich Positive Emotion entsteht also durch Sport, haben wir gesagt, durch eine Bedeutung, durch die ich der Situation gebe, und durch den Fokus, darauf achte ich eben. Ne? Ja. Dann natürlich ist es das Engagement für Dinge bei der Perma-Formel. Ich engagiere mich für Dinge, für Leute, die jetzt auch in der Krise, ich engagiere mich für meine Familie, für mein Unternehmen. Ja? Das tut uns Menschen eben gut. Dann bei der Perma-Formel, R steht für Relationship. Das heißt also, jetzt sind Beziehungen wahnsinnig wichtig, wir sind soziale Wesen. Ich telefoniere mehrmals mit meiner Mutter am Tag zum Beispiel und solche Geschichten. Dann Meaning, haben wir schon gesagt, Bedeutung geben der Situation. Und A haben wir eigentlich auch schon gesagt, Accomplishment, Zielerreichung. Also auch in der Krise brauchen wir Ziele.
Das können ja kleinere sein. Weißt du, wie ich ja immer sage, eine Stunde intensives Homeschooling ist vielleicht auch schon ein gutes Ziel. Weißt du? Oder heute Abend was Schönes kochen kann auch ein schönes Ziel sein. Absolut. Ja, und Homeschooling ist ja auch schön. Also ich denke, da hast du einfach die Intensität mit deinen Kindern auch. Und ja, genau. Hast du ja in der Form normalerweise nicht. Deswegen ist das ja schon ein gewisser Reichtum, den du dann hast. Absolut. Ein wirkliches Geschenk, dann auch die Zeit mit deinen Kindern. Für mich ist es ein totales Geschenk. Ich habe es von einem bekannten Führungsperson, der kann ich den Namen nicht sagen, gehört. Ja. Der hat mir ja gesagt, plötzlich interessiert sich seine 19-jährige Tochter wieder für ihn. Ja. Die wurde in einem Haus und sind halt jetzt zusammen. Und für ihn ist es so ein Geschenk. Ja. Dass er jetzt mit seiner 19-jährigen Tochter redet den ganzen Tag und zusammen isst und im Garten sitzt. Ja, was für ein Glück, ne? Was für ein Glück, ja. Wirklich dann eine positive Seite der Situation dann. Genau. Schön. Frank, wie bist du erreichbar, wenn mir ein oder andere Hörer sagt, möchte gerne Kontakt aufnehmen? Ja, einfach office@frankasmus.com. Darüber läuft alles. Da erreicht man mich, ja, egal ob eine Coaching-Anfrage oder für eine Speech oder für eine Rede, office@frankasmus.com. Dann packe ich das in die Shownotes. Und dann danke ich dir für deine Zeit und die Inspiration, die so wertvoll ist. Und ich denke, da können sich die Hörer viel mitnehmen, tiefer eintauchen. Und das erzählt, du schreibst dann im Sommer ein bisschen mehr auch, sodass man dann einfach auch was von dir lesen kann. Aber das ist noch Zukunftsmusik, oder? Das ist Zukunftsmusik. Auch das werde ich nutzen für das Buch, ja genau. Hey, ich danke dir ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. Podcast@andrea-patzelt.com.